In die Werkstatt. Bei Mercedes weggeworfen. Busen müssen wackeln. Brett mit Warze. Nein, also Busen müssen wackeln ist definitiv der beste Spruch. Weil es halt einfach mal Fakt ist. Nein. Und damit willkommen zu dem Zündkerzen-Podcast Episode 2. Wir sind die Zündkerzen, denn wir haben zündende Ideen. Und wir sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Dann üben wir noch ein bisschen. Ich sitze hier immer noch mit dem Uwe und dem Bernie aus Episode 1. Sag doch einmal nochmal Hallo. Hallo. Sehr schön, das war so schön wie im Chor. Für alle, die Episode 1 nicht gehört haben, dann hört euch die an. Ich denke, die war recht gut gelungen. Ja, haben uns eine Stunde über E-Autos. Was, es ging eine ganze Stunde? Fast, ja, tatsächlich. Ja. Heute reden wir aber über ein Thema, das uns ein bisschen näher am Herzen liegt, wo wir vielleicht auch ein bisschen positivere Gedanken haben, denn es geht um BMW. Wir alle haben einen BMW. Jeder von uns, der hier am Tisch sitzt, hat einen BMW. Das stimmt ja gar nicht, du fährst Alpha. Du bist eigentlich raus. Ja gut, wenn man es jetzt so technisch sieht, habe ich keinen BMW, aber wir haben mehrere BMWs. Amerika? Sie sind raus. Ja, und einfach weil wir eben so diese Liebe zu BMWs haben, reden wir halt so eine knappe Stunde mal über das Thema BMW. Oder, wie habt ihr so schön vorhin jetzt gerade gesagt? Blau mit der Weiß. Blau mit der Weiß. Ich hatte gerade den absoluten Lifehack eingeworfen, dass das BMW-Logo das B quasi der blauen Farbe, also B wie blau und W wie weiß und das M in der Mitte, also die Mitte quasi, ne? Also das war so eine schöne Erklärung. Ja. Neben der Urban Legend, die sich ja draußen hält, dass das BMW-Logo, ja, weil BMW in seiner Historie Flugzeugmotoren erst gebaut hat und dass das quasi einen Propeller darstellen soll, was aber tatsächlich nicht stimmt. Also das hat sich so etabliert über die Jahre, aber BMW selber, wenn man der BMW Classic ist, wird man dann relativ schnell feststellen, dass das eigentlich nicht der Auslöser für das Logo war. Ja gut, das Blau und Weiß für Bayern ist klar. So schaut's nämlich aus. Jawohl. Weiß-Blau sind wir daheim. So. So muss das. Warum mögen wir BMW so gerne, Uwe? Hau raus. Was ist am BMW so geil? Die Freude am Fahren. So. Jawohl. Und warum ist die Freude am Fahren bei BMW so groß? Mal gucken, was du sagst. Dann mal gucken, was ich sage. Ja, dann hau ich meine Meinung dazu raus. Ja, ich kann jetzt da meine Emotionen gerade nicht in Worte fassen. Ja, es ist einfach, also ich bin jetzt in meinem Autofahrerleben einige Autos gefahren. Okay. Ford Escort RS 2000. Auch geil. War mein erstes Auto. Wow, sowas als erstes Auto, jetzt bin ich neidisch. Ja, ich Arschhappen leider nicht mehr. Egal. Jedenfalls habe ich mir dann in den 90ern ein i30 Cabrio gekauft, ein 318i. Schön. In der Black Edition, also Fahrzeugfarbe weiß, alles andere, Türschlösser, Griffe, Türleisten, Tierleisten, alles in schwarz. Mega geiles Auto und den bist du gefahren und war einfach ein völlig komplett anderes Fahrgefühl als zu den anderen Fahrzeugen, die ich davor gefahren bin. Opel Rekord, Opel Kadett und so weiter und so fort. Es ist einfach ein mega geiles Fahrgefühl. Der fährt sich einfach genial. Ja. Bernie? Ja, was soll ich sagen? Also mein erstes Auto, ich hab tatsächlich nie eigene Fahrzeuge besessen. Es waren immer Firmenwagen. Und mein erster Wagen, den ich über längere Zeit gefahren bin, das war der erste Volvo, ein V50. Tolles Auto. Also habe ich viel Erfahrung mitgesammelt. Waren die ersten 280.000 Kilometer, glaube ich, ist der weggegangen nach 3 Jahren. Und danach wieder Volvo, wieder ein V50, der dritte war immer wieder noch ein V50, dann kam der V60, also sehr lange Volvo gefahren und dazwischen auch immer mal andere Fahrzeuge. Aber alle hatten eins gemeinsam, sie hatten Frontantrieb, waren immer frontangetriebene Fahrzeuge. Und dann habe ich den Arbeitgeber gewechselt und habe den ersten BMW, einen F31, bin ich gefahren für 1,5 Jahre und logischerweise BMW, weiß man ja, Heckantrieb. Und jetzt aktuell fahre ich einen G21 seit knapp 3 Jahren. Und meine Begeisterung für BMW ist einfach die Antriebsart, Heckantrieb. Für mich kommt, glaube ich, nie wieder was anderes in Frage. Und ich denke mir das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel aus dem Stand mal links abbiegen muss und einfach beschleunige oder generell, wenn man mal ein bisschen Kurve fährt. Und ich habe jetzt wirklich lange Frontantrieb gefahren.
Ich will das nie wieder. Und ich bin neulich einen Mini Cooper gefahren, einen Mini Cooper S, die vorletzte Baureihe. Und nicht der ganz aktuelle. Der hat echt ordentlich Dampf, dieser Mini Cooper. Und der hat aber auch Frontantrieb. So ein ein Auto von einem Kunden von mir. Tolles Auto, klingt toll, fährt sich auch vom Fahrwerk schön straff und alles. Aber das Frontantrieb, das nervt mich. Das geht beim ersten Kreisverkehr, habe ich schon gedacht, boah, ne, ist einfach nicht meins. Der Antrieb muss für mich vom Fahrfeeling, vom Fahrgefühl von hinten kommen. Und da macht BMW halt viel richtig. Also einmal, dass es Heckantrieb ist, diese Ausgewichtsverteilung und dann die Abstimmung vom Fahrwerk einfach auch. Also BMW weiß schon ziemlich genau, was sie da machen. Vielen ist das vielleicht auch ein bisschen zu straff, zu sportlich, weiß ich nicht. Aber mir taugt das total. Du hast eigentlich immer beim BMW das Gefühl, du hast den Wagen unter Kontrolle. Also ich hatte, wie gesagt, schon Ford Escort, Opels, einige mit Heckantrieb. Unter anderem hatte ich auch einen Ford Taunus 2,0 Chia mit Echtholz. Ein mega geiles Auto. Auch Heckantrieb. Und ich hatte einen Audi A6 2,5 TDI Quattro Allradantrieb. Ja gut, Allrad ist natürlich richtig. Aber das ist halt... Andere, ganz andere Liga nochmal. Ja, aber Heckantrieb, da gebe ich dir recht, das ist halt, also vom Fahrfeeling. Ich hatte erst vor 2 Tagen die Situation hier, das war bei uns hinten im Outback, da bin ich einen Stau umfahren, und ist ja wurscht, weiß jetzt eh keiner, wo das ist. Auf alle Fälle war das genau so ein Ding. Ich komme an die Ampel hin, die war grün, Gegenverkehr, und ich musste dann natürlich stehen bleiben, weil ich links abbiegen wollte. Und dann tat sich aber eine Lücke auf. Und dann trittst du halt bei einem BMW. Ich fahre eine Automatik, okay, aber egal, 8-Gang Automatik. Und du trittst ihm halt voll ins Kreuz, nimmst das Lenkrad nach links und dieses Auto macht halt exakt das, was du eingibst. Also, weil eben das Ding schiebt dich von hinten sauber um die Kurve. Beim Frontantrieb war es immer wie so ein besoffener Kapitän zur See. Hast du vorne die Antriebskräfte auf der Vorderachse und diese Sau auch brutal, Frontantrieb über brutal am Untersteuern. Also da kommt es brutal, ich bin halt, aber auf die ich Abstimmung. Bin halt, ich, ja, natürlich, ein Focus RS oder wie der heißt, der hat vorne einen Dämpfer drin. Das war ja beim V60, der ist ja baugleich gewesen vom Aufbau. Das war schon besser als beim V50. Aber ich habe speziell im Winter bei schneebedeckter Fahrbahn mit dem Frontantrieb ohne Spaß öfter brenzliche Situationen gehabt, den Wagen in den Griff zu bekommen, wenn vorne keine Traktion stattgefunden hat. Du gibst eine Lenkeingabe und dieses Scheißding, Entschuldigung, fährt geradeaus weiter. Beim BMW machst du eine Lenkeingabe, kommt halt der Arsch hinten. Da komme ich besser mit klar, weil ich das besser irgendwie geregelt kriege, als wenn die Kuh einfach nur über die Vorderräder weiter geradeaus fährt. Und du, da kommt ein Baum, da kommt ein Graben und irgendwie fährt das Auto gerade. Ja, weil du die Fahrbewegung beim Heckantrieb mehr im Arsch hast, ja, als beim Frontantrieb. Ja, ist so. Und das fühlt sich für mich als Fahrer, ich kann ja nur für mich sprechen, beherrschbarer an. Das ist auch mit unserem Autoslalom, mit dem Toyota Yaris. Da kriege ich jedes Mal den Vogel, wenn wir Slalom fahren und diese Kuh einfach immer so nach vorne schiebt. Also ich mag es lieber von hinten. Ja gut, also, mit dem kleinen Yaris. Okay, da fand ich jetzt komisch. Oh, Hundewelpen. Ja, weißes Pony, grüne Wiese. Ja, also gut, bei dem Yaris mit den 68 PS, das ist jetzt nicht das Größte der Welt, aber ja, schon klar. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ja, als Alfa Romeo-Fahrer, ich hatte am Anfang 147er mit Frontantrieb, dann habe ich zwischendrin den 500€ Passat gehabt mit Frontantrieb. Ich glaube, der war Fronti. Er war Hecki, ist egal. Und mein Alltagsauto, jetzt aktuell, ist der Giulietta, auch mit Frontantrieb. Ja. Und der Grund, warum ich BMW eigentlich so mag, ist, weil, und da sind sich Alfa Romeo und BMW, glaube ich, recht ähnlich zueinander, ist, dass einfach da so eine Art mehr Passion so mit dabei ist. Einfach so eine Art Passion mit dabei ist. So, man fühlt, okay, das ist jetzt nicht nur ein reines Fahrzeug, um von A nach B zu fahren, sondern man kann diese Fahrt auch richtig genießen mit dabei. Ja. Und ich meine, wie gesagt, ich habe keinen BMW, aber ich hatte schon das Privileg, jetzt mehrere BMWs verschiedener Generationen zu fahren. Also vom ganz euden 02er, ja, über ein E36, wunderschönes Cabrio, zum Dahincruisen, zum 7er BMW, wo du beim alten E38, ja, wir sitzen direkt daneben, um genau zu sein, es ist einfach so, obwohl es diese lange Luxuslimousine ist, die eigentlich dazu gedacht ist, um jemanden Wichtigen rumzuchauffieren,
Der BMW schafft es halt dann trotzdem im Vergleich zum Audi A8 oder der Mercedes S-Klasse doch noch gut zu fahren zu sein für den Chauffeur selber. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass diejenigen, die 7er BMW fahren, nachdem sie die wichtige Person abladen irgendwo, dann mit dem Teil doch noch in die Alpen fahren können, das Ding in Sportmodus schalten, für etwas härtere Federung und dann auch noch richtig Spaß haben können. Und das hast du, glaube ich, bei den anderen Herstellern doch nicht ganz so. Ja, wobei ich aber davon, also jetzt, ich denke, dass halt in Bezug auf Alfa Romeo, allein im Alfa Romeo viel mehr Emotionen drinstecken als... Naja, es ist ein italienischer Hersteller, ne? Das ist keine Ahnung, wir sehen eine emotionalere Geschichte. Ja, VW ist ja sowieso. Also über Volkswagen oder. Nee. Ja, aber da eben so diese Passion, sag ich mal. Du hast die italienische Passion für Alfa Romeo und du hast aber auch die deutsche Passion für BMW. Ja, und ja, das hast du halt bis heute. Oder allein der Maserati Quattroporte. Fahrzeugemotionen für mich pur. Ja. Und BMW, so außer Porsche vielleicht, wenn wir jetzt nur deutsche Hersteller denken, so deutsche Premium-Hersteller, außer vielleicht Porsche, die ja wirklich andere Arten von Autos bauen, BMW schafft es halt auch in den normalen Autos genauso diesen Spaß zu haben. Ja, ja, das also was bei BMW, glaube ich, ein großer Punkt einfach ist, ist generell die Abstimmung. Also BMW als Marke hat ja nun mal einen gewissen Gene irgendwo in sich und die sind ja nun auch im Motorsport relativ gut vertreten und nicht. Ich kann mich noch an diese alten Clips erinnern, die werden jetzt gerade auch alle wieder ausgegraben bei Insta von der neuen Klasse oder was, wie heißt der 2002, diese kleinen Rennsemmeln, na, wo man dann quasi am Wochenende mal in die Nordschleife gefahren ist mit ein paar Ersatzrädern hinten drin und dann am Montag wieder damit zur Arbeit gefahren ist. Ne? Also dieses Thema hat BMW ja schon immer so ein bisschen in sich drin gehabt, während Mercedes immer sehr gediegen und klar, auch Motorsport nicht zu verachten bei Mercedes, keine Frage, AMG und so weiter. Aber das war eher so die Vorstandslimousine, so ein bisschen das Gehobenere nochmal. Ne? BMW war aber so ein bisschen raciger unterwegs. Opel, also wenn wir jetzt mal die deutschen Firmen alle nehmen, Opel hat immer so ein bisschen für mich ein sehr bitteres Image, nach wie vor. Die bauen auch tolle Autos, aber ist irgendwie so ein bisschen... Ja, gehäkelte Chlorrollenablage auf der Hutablage hinten und der Wackeldackel. Der Vorstadtoper. Genau. Der Wackeldackel hinten auf dem Porsche ist sowieso ganz andere Kategorie. Ich finde, die spielen in einer ganz eigenen Liga. Sportwagen des kleinen Mannes, der Traum eines jeden Mannes eigentlich, so ein Porsche. Und auch vieler Frauen natürlich. Nee. Vielleicht will ich kein Mann. Aber Porsche ist jetzt nicht mein Traumwagen. Nee, also, nee, ja, deiner nicht. Ja, weil du gesagt hast, eine Sehne. Ja, ja. Ich muss immer aufpassen mit so pauschalen Aussagen. Ne? Oh. Ja, danke. Wir wollen ja hier niemanden beleidigen. So, wen haben wir noch? Audi. Audi ist für mich zum Beispiel, also ich bin, wie will ich das sagen, ich mag Audi überhaupt nicht. Doch. Audi ist für mich so eine Marke, außer Urquattro und solche Geschichten, liebe ich. Aber irgendwann hat Audi für mich... Weiß auch nicht, ich finde die auch vom Design her super langweilig. Ja, Audi ist. Also gerade Audi finde ich vom Design super. Die aktuellen. Echt? Ja. Weil mag ich gar nicht leiden. Witzig. Ja, also die kleinen A3 oder so. Die finde ich vom Design jetzt nicht so schick. Die etwas größeren, die finde ich schon. Nee, also da bin ich überhaupt nicht. Und ich finde es echt tatsächlich total skurril. Wir hatten vorhin in der Pause ja schon über die Nacktmuliniere von BMW philosophiert, beziehungsweise diese Monster-Lufteinlässe. Ich finde die auch nach wie vor schwierig, wobei ich mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Ich finde sie trotzdem nicht besonders gelungen. Aber ich finde die Diskussion und den Rant um diese Monsterniere von BMW schon ein bisschen spannend, weil ich kann mich erinnern, als Audi damals sein Redesign gemacht hat, die hatten noch eine viel größere Niere und die finde ich heute noch eine Katastrophe. Aber die Monstrum an Lufteinlass da vorne. Ja, aber das war halt ein Monstrum an ja. Lufteinlass. Das sah aus wie eine große Heizung. Es war halt ein Teil und bei BMW sind es halt aufgrund des... Also was bei der BMW-Niere einfach so unfassbar schrecklich ist, also ist die Tatsache, dass dieses Nummernschild da drin ist. Das macht so viel schlimmer. Ja, das hat es ja beim Audi aber auch schon schlimm gemacht. Richtig, hat es beim Audi auch schon schlimm gemacht. Es ist immer witzig, wenn du zum Beispiel einen M3 Touring, den aktuellen, ne, mit der Monster, mit dieser Nacktmuliniere siehst. Ich komme nicht über den Begriff hinweg. Naja, der Nacktmul kommt ja mir auch am nächsten. Aber und dann siehst du mal diesen M3 Touring zugelassen in der Schweiz. Mit dem Mini-Kennzeichen. Das sieht gleich ganz anders aus als diese
völlig riesige Unterbrechung in Deutschland mit diesem Mörder-Kennzeichen vorne. Also das ist, stell dir mal vor, dein Alfa Romeo, der eine wunderschöne Front hat, hätte das Kennzeichen genau auch in der Mitte drauf geflasht. Boah, das wäre eine Katastrophe. Bei Alfa Romeo sind sie immer schon auf der Seite gewesen. Genau. Ja. Ist auch, triggert mich auch hart, weil das total asymmetrisch ist, ja. Das ist wie beim, wie heißt der SUV für Land Rover? Da gibt es einen Land Rover, da ist das Kennzeichen hinten auch in der Mitte. Ja, du kannst dieses Ding. Der Discovery ist das, glaube ich. Ja. Ganz grausam. Ja. Aber wenn wir schon bei Design sind, ja, ich glaube, da hat BMW einfach auch so ein bisschen den Vorsprung gehabt, weil ich persönlich fand, BMWs insgesamt schon immer waren sehr schöne Fahrzeuge. Eigentlich fast seitdem es BMW gibt. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, 30er Jahre, der 328er, ja, sehr schöne Form. Ja, die haben das mit der Niere, sag ich mal, perfekter in die Form mit eingebaut. Ja, und dann später, wenn du dann so 50er denkst, so BMW 507. Ich sage jetzt nicht Isetta, weil das ist eigentlich ein ISO, das ist kein BMW, ja. Aber so Kühlschrankhersteller, nein. Ja. Es war ein Kühlschrankhersteller. Ja, Sensbau, ja. Aber so 507. Und dann später in den 60ern, wo sie ja richtig durchgestartet sind, so mit der neuen Klasse, ja. Und dann später, dann 70er Jahre, wo sie richtig eckig wurden, E30 und das war 80er, wurscht. 3.0er CSL, ja, so zum Beispiel. Also egal wann in der Geschichte, ich sag mal, bis ungefähr zum Jahr 2000. Jeder Oldtimer von BMW, finde ich persönlich, hatte immer eine schöne Form und ein schönes Design. BMW hat sich nie groß vergaloppiert wie andere Firmen teilweise, ne? Aber wenn man das jetzt mit anderen deutschen Marken vergleicht. Die anderen geben mir irgendwie nichts. Dann war das eigentlich zu den jeweiligen Epochen. Also wenn ich jetzt an den 190er Mercedes denke, die waren auch mal sehr klar. Aber ja, ein Stück weit biederer vielleicht. Jo, BMW hatte immer so eine leicht sportliche Note noch mit dabei, je nach Ausstattungslinie. Da hinten hängen ja auch ein paar Poster, ne? Der E36 und wie heißt der da unten, der grüne, der ist ja das auch... Das ist CSL. CSL, ja. Genau. Solche Fahrzeuge hatte Mercedes schon auch und Audi früher im Prinzip auch, die alten Audis, ne? Also war schon auch alles sehr klar und wenig verspielt. Ja, aber ich sag mal, der Unterschied ist, bei Mercedes und Audi hast du ausgewählte Fahrzeuge, die auch gut sind. Also wenn ich jetzt Mercedes denke, der 190er, vor allem als Evo 2, ich persönlich, ich mag viel Design. Oder wenn man jetzt denkt, der 300 SL Flügeltürer, der alte. Ich persönlich finde auch die Pagode ist ein sehr schönes Fahrzeug. Aber das sind alles einzeln rausgepickte Fahrzeuge. Ich finde, die anderen Hersteller und vor allem Audi, ich kann mit alten Audis, abgesehen vom Quattro, nicht wirklich was anfangen. Weil die haben einfach immer wieder diese Dips drin, wo es nichts Interessantes gab. Egal ob, sag ich mal, bei den Top-Versionen oder bei den Einstiegsversionen. Und das hat BMW halt da immer gut gemacht. Also was mir zum Beispiel super gut gefällt, das letzte Modell des Audi 80 vom A4 war vom Design, glaube ich, recht gleich. Ach so, den meinst du, ja, der ist gar nicht mega schlecht. Mega schickes Fahrzeug, ja. Gerade als Limousine. Ja, aber es ist ein ausgewähltes Fahrzeug. Also du kannst jetzt nicht sagen, so neben dem zum Beispiel nimmst jetzt entweder die Vorgängergeneration oder ein anderes Fahrzeug aus derselben Zeit und sagst, es ist genauso geil. Naja, letztlich ist das ja alles auch immer eine Geschmacksfrage, ne? Das ist eh schwierig, immer in Worte zu fassen oder universell zu sagen. Es gibt jetzt abseits der deutschen Autohersteller gibt es natürlich Firmen, die eigentlich oft ins Klo gegriffen haben, wurde der auch echt oft. Also nehmen wir mal, ich will jetzt den Amerikanern nicht zu nahe treten, aber jetzt mal ganz im Ernst, was machen die Amerikaner da so? Was bauen die da größtenteils? Es ist ja zum Davonlaufen. Also, was jetzt aktuell oder früher? Ja, generell auch von, also alte Chrysler-Fahrzeuge, also hier aus den 80er, 90er Jahren, das ist ja alles hässlich wie die Nacht. Oder? Also sehe ich das. Ich weiß nicht, die. Boah. Ja, die waren halt, ja. Das waren halt dort Betonklötze, also die waren halt kantig, eckig. Naja, in den 90er waren die Dinger alle rund gelutscht. Ich finde zum Beispiel, war bei uns in Deutschland aber auch. Jeder Scheinwerfer, jedes Rücklicht irgendwie umso runder, umso besser. Ja, aber das hat die deutsche Autoindustrie nicht so wirklich, also in meiner Wahrnehmung zumindest. Also wenn ich jetzt, der E36 ist alles andere als rund gelutscht, finde ich jetzt. Der ist ja schon sehr klar definiert in seinem Design. Und da ist Mercedes sicherlich so ein Kandidat, der irgendwann mal angefangen hat, wir machen jetzt auch mal Doppelscheinwerfer wie Jaguar, da irgendwie alles rund zu lutschen. Aber BMW war das eigentlich nie so. Wirklich. Ja, aber Doppelscheinwerfer hattest du ja früher auch bei BMW. Ja, nein. Die waren auch. Ja. Und nee, aber nicht als nicht alleinstehend. Also klar. Ja, es ist ja mal, du hattest teilweise 323i, Doppelscheinwerfer rund.
Ja, okay, der schreckliche E46 Kompakt, ja, der ist etwas... Golf 1? Ach, die Knopfaugen. Ja gut, aber wenn wir schon vom Design reden, weil ich hatte vorher gesagt, bis zum Jahr 2000, weil dann habe ich das Gefühl, dass einfach insgesamt, jetzt nicht nur bei BMW, sondern allgemein, das Autodesign so ein bisschen zu verallgemeinert wurde. So jeder hatte dieselben Karosserieformen und hat einfach ein paar... 2000 dann. Und hat ein paar definierte Designelemente, das war bei BMW halt zum Beispiel der Kidneygrill, haben den vorne drauf gepackt. Und es wurde bei BMW dann beim Design vor allem schlimm mit eben der letzten Generation mit den Nacktmulle-Grills. Oder auch mit den monströs riesigen Teilen. Ich meine, wenn ich jetzt bedenke, wie hieß er, der X7, der ganz große, der hat da einen Kühlergrill vorne dran. Wenn es offen wäre, könntest du durchkrabbeln. So groß sind die. Ja, aber du hast wenigstens Licht im Kühlergrill, der ist nämlich beleuchtet. Da weißt du genau, wo das Loch ist, damit du durchgehen kannst, oder? Das ist auch so total, das denke ich mir jedes Mal, wenn wir das nachts entgegenkommen, wer ist eigentlich auf die wahnwitzige Idee gekommen, die Niere zu beleuchten? Also. Da muss ich jetzt aber leider sagen, das finde ich sogar ziemlich geil. Einfach weil das schreit dann so, einfach Designelement. Aber ja, aber für was? Ich meine, du sitzt im Auto drin. Ja, eben, danke. Das ist mir auch, das hat also gar keine Funktion irgendwie. Also das dient auch nicht der Straßenbeleuchtung. Das ist halt einfach so, als wenn da einer eine Christbaumkette reingehängt hätte. Weißt du, so, wenn man zur Weihnachtszeit sein Fenster mit so einer Lichterkette dekoriert, genau, das ist genau dasselbe Niveau einer beleuchteten Niere. Wart noch 2 Jahre, dann fängt das Ding an zu blinken. Ja. In allen Farben. Tut es schon. Das sind ja genauso wie diese Blinker, ist das bei Audi, diese Lauflichtblinker? Ja, Audi hat damit angefangen. Ja, wenn so ein Auto mal vor mir steht und blinkt, dann habe ich immer so eine Stimme im Kopf, die sagt immer so, right, 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 right. Also es hat schon left, leicht was. Left, left, ah, wow. Und wenn Warnblinker an ist, Mir ist nicht ganz klar, was diese Lauflichtblinker sollen. Also das ist irgendwie auch. Ja, aber das hat ja auch jeder, also mittlerweile mitgenommen. Ja, egal. Ja, das ist zum Beispiel, das braucht kein Mensch. Ja, dient das vor allen Dingen, es dient nicht der Höhe. Also der Blinker an sich schon, ne? Ja, das ist wichtig. Obwohl er wenig benutzt wird mittlerweile. Ich meine, wie oft ich mittlerweile sehe, dass Leute aus dem Kreisverkehr raus zum Beispiel nicht blinken. So cool die Blinker sind, man sieht sie kaum. Ja, Kreisverkehr ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ist aber das Beispiel, das zum Beispiel wichtig wäre. Also wer aus dem Kreisverkehr rausfährt und nicht blinkt, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich hasse solche Menschen, Entschuldigung. Ja, same. Also das denke ich mir jedes Mal, wenn ich am Kreisel stehe und da blinkt wieder einer nicht und fährt raus, dann gucke ich immer in die Richtung und sage auch immer Arschloch, damit er auch schön von meinem Lippen ablesen kann. Ja. Danke für nix, ey. Ja, das Ding ist, also im Kreisverkehr ist es, also wenn du halt Kreisverkehr reinfährst und fährst die nächste raus, dann nimmst du ja den Blinker mit der Lenkbewegung. Ja, eigentlich schon. Ja, aber dieses Blinker mitnehmen bei der Lenkbewegung finde ich total beschissen, wenn du ganz normal irgendwo die Autobahnausfahrt rausfährst. Das heißt, du blinkst nicht 300 Meter vorher, sondern in dem Moment, in dem du rausfährst. Und dann kannst du dir ehrlich gesagt das Blinken sparen. Du musst es in dem Moment halt so machen, dass du mit potenziell anderen Verkehrsteilnehmern, die außen rum sind, einfach kommunizierst. Ja, aber die anderen Verkehrsteilnehmer, die um dich rum sind, interessieren doch viele nicht. Aber witzig, wir sind bei BMW und reden jetzt über das Blinken. Könnte es da einen kausalen Zusammenhang geben? Ach, man unterstellt ja BMW-Fahrern ganz gerne, dass sie nicht blinken, beziehungsweise dass der Blinker beim BMW eine Sonderausstattung wäre, beziehungsweise dass man auch die Blinkerflüssigkeit nachfüllen muss beim BMW. Ich gehöre nicht dazu. Ich blinke in der Regel zu früh. Also wenn ich zum Beispiel Autobahnausfahrt rausfahre, blinke ich spätestens ab dem 500-Meter-Schild. Oh, das ist arg früh. Jeder Arsch mitbekommt, pass auf, der BMW fährt jetzt raus. Wahrscheinlich wundern sich dann alle, wie im BMW der blinkt, what? Der hat vergessen, den Blinker auszumachen. Seit er auf die Autobahn gefahren ist, fährt er mit Blinker. Mein Blinker wird benutzt. Ja, aber es gab ja auch dann immer das, was hinterher gesagt wurde bei den BMW-Fahrern, dass die so nah drauf fahren und so. Ah, das haben alle anderen auch. Schnell und rapide. Ja, aber das hat sich entwickelt, weil früher waren es die BMW-Fahrer. Heute würde ich eher behaupten, also es ging von BMW über Audi und jetzt aktuell ist so die Mercedes-Fahrer, die so die Raudis sind. Ich habe früher in Unterschleißheim gearbeitet. Dann fährst du die A99 auf der linken Spur mit 140, weil
im Berufsverkehr kannst du halt oftmals meistens nicht schneller fahren. Ist auch kein Problem. Aber dann hast du hinten im Kofferraum den Toyota Aygo kleben. Also laut der jüngsten Umfrage, die ich gelesen habe, sind die schlimmsten Autofahrer auf Platz 1 die aggressivsten. Wer kommt drauf? Wer weiß es? Tesla. Nein. Was? Nein, auf keinen Fall. Die sind Verkehrshindernisse. Das ist ein anderes Thema. Skoda. What? Diese sogenannten, ich habe einen Skoda RS, ich bin der Rennfahrer vor dem Herrn, verpiss dich von der linken Spur. Okay, nee. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich war so hart auf Tesla / und vielleicht Mercedes und Audi. Nee, also ich finde die, also ganz ehrlich, ich finde diese Umfrage auch mal totaler Schwachsinn. Ich habe dann neulich, hat mir einer was geschickt, da hieß es dann, BMW-Fahrer seien die größten Psychopathen. Vielleicht denke ich mir gar nicht, ich bin die überlegenste Automarke auf der Autobahn, ich habe Heckantrieb, ich kann Auto fahren, bin doch kein Psychopath, Alter. Wer kommt denn auf so eine schwachsinnige Idee? Ja, was mir schon vorgeworfen worden ist, du fährst Schaltgetriebe? Psychopath. Was? Ich fahre alle, das heißt im Umkehrschluss, alle, die Automatik fahren, sind keine Psychopathen. Ja, alle, die Automatik fahren, sind Langweiler. Ja, danke fürs Gespräch. Es hat seine Nutzen, Bernie. Ja, du fährst Automatik. Gibt ja gar keine Schaltgetriebe mehr bald. Das hat sich ja auch erledigt bei BMW. Ja. Also zumindest mal in den normalen Fahrzeugklassen. Nein, aber ich finde, solche Umfragen sind so schwachsinnig. Ja, es ist dann auch immer die Frage, wer finanziert die Umfrage? Ja. Also wer hat die in Auftrag gegeben? Welcher Personenkreis wird befragt? Ja, letztlich die Entscheidung, für welche Automarke man sich entscheidet, glaube ich, sind so viele unterschiedliche Faktoren. Also. Ja, das kann persönliche Vorlieben sein, das kann History in der Familie sein, das ist ja alles Mögliche. Ja. Ich sag mal, wir mögen BMWs, weil sie sind eher auf der sportlicheren Seite. Ich sag mal, dadurch, dass BMW ganz lange auf Heckantrieb bestand, wo die anderen vielleicht auf Front- oder Allrad waren, würde ich mal behaupten, dass langjährige BMW-Fahrer bessere Fahrer sind? Schwierige These. Boah. Ja, sehr schwierig, weil der Führerschein sagt aus, dass du Auto fahren darfst. Punkt. Das ist geil. Das ist schön, ja. Darfst nicht unbedingt kannst, ja, ich weiß. Ja. Ja, guckt jetzt, ja. Ja, also. Anderes Thema. Anderes Thema, aber ja, Punkt. Ja. Nee, ich glaube, was bei BMW einfach auch ein großes Thema ist, es ist schon eine hohe Qualität. Also man kriegt, ja, die Fahrzeuge sind teuer und vielleicht in vielen Augen auch überteuert, aber letztlich, wenn ich mich jetzt in meinen G reinsetze, vorher hatte ich den F, ich hatte auch schon E91, alles unterschiedliche Epochen. Aber für die jeweilige Epoche meiner Meinung nach eine sehr hohe Qualität. Wow, E91 auch ein super schickes Auto. Ja, super schickes Auto. Und ich rede jetzt nur mal vom Interior Design, also aus der Perspektive eines Fahrers. BMWs sind immer sehr unaufgeregt und sehr aufgeräumt, also klar strukturiert. Da sind keine Nupsis oder irgendwelche rundgelutschten Schichten. Ja, früher auch. Nicht? Hier E21, wenn die Mittelkonsole zum Fahrer hingeneigt war. Richtig, die Position. Mega geil. Ja, der Knick Richtung Fahrer, deutliche Instrumente im Ablesen. Also eigentlich so für mich ein gutes Gesamtpaket. Also wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ich bin lange Volvo gefahren. Der war auch sehr, sehr aufgeräumt. Also das war echt ein tolles Auto. Und der V60 dann nicht mehr so super. Der war schon ein bisschen unruhiger, aber der V50, ja. Mehr zum Design gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bis nachher. Bis später, Peter. Bei diesem Podcast gibt es ja nicht viel visuelle Stimulation. Wenn ihr danach sucht, dann schaut doch mal bei www.bespoke-exposures.de vorbei. Dort findet ihr meine Angebote für Fotos, Videos und Illustrationen, handgefertigt für eure Bedürfnisse. Oder wenn ihr gerade keinen geschäftlichen Partner sucht, dann abonniert diesen Kanal und liked den Podcast. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Wir sind aus der Pause wieder da und beide meiner Personen gegenüber waren am Handy. Super. Toller Einstieg. Was? Gar nicht. Wir waren beim Design von den BMWs. Wir haben ja bei den alten Autos jetzt schon so über das Design geschwärmt und dass es immer besser aussieht. Aber... Was? Immer besser? Was? Ja, außer die letzten Jahre jetzt.
So, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich meine, es war damals mit dem 3.0 CSL Concept Auto von 2015. Es war der erste mit diesen hohen, großen Nieren drin. Ja, der Nacktmulle. Der Nacktmulle-Nieren. Damals noch nicht ganz so brutal und definiert, sag ich mal. Aber da fing es an. Und dann die erste, was war das erste Auto, wo die Niere so schrecklich war? Ich weiß es gar nicht, aber BMW war schon immer bekannt, oder nicht schon immer bekannt, kann man jetzt auch nicht sagen, aber mit Chris Bengel hat es ja damals angefangen, ein sehr provokantes Design, wenn man sich mal an den ersten Siemer erinnert von Bengel. Der Bengel Siemer, grausames Auto, furchtbar hässlich. Der Sechser von damals, das Heck, ist immer noch etwas seltsam für mich. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Wobei ich ihn aus heutiger Sicht aber wieder geil finde eigentlich. Ja, ne? Genau. Also damals, als er rauskam, hat jeder geguckt. Alter Vater, ey. Da denkst du dir, wie kannst du sowas designen? Ja. Aber mittlerweile denke ich, mega geil. Ja. Das ist einfach mal was anderes. Ja, das Design damals war kontrovers. Dann hat sich's gefangen. Dann finde ich die Autos danach, die Generation, so um die 2013, 14, das waren richtig schöne Autos. So der M2, der M4 damals, das war glaube ich der F31. Ja. F31 ist Kombi. Ist ja wurscht. Bei den F-Serien, da kenne ich mich wieder nett aus. Seit BMW angefangen hat, jede einzelne Karosserieform eine andere Nummer zu geben. Also seitdem bin ich raus. Tut mir da auch mal schwer. Ja. Keine Ahnung. Also mit F, G, H, Y, Z. Sind wir da schon? Keine Ahnung. Noch nicht ganz. Ich glaube, noch nicht. Ne? Da bin ich raus. Irgendwann sind sie durch das Alphabet durch und fangen dann mit Alpha und Beta an. Ja, so ungefähr, wie jetzt die Generationen. Nee, aber ich sag mal, die Generation so, sag ich mal, von 2013, 14 bis 17, finde ich, war richtig, richtig schön. Jedes Fahrzeug da. Weil das war eine eindeutige Designsprache, die überall verwendet wurde. Und dann fand ich, war so ein bisschen eine Designkrise bei BMW. Ich glaube, es hat angefangen damals mit dem Facelift vom 7er BMW. Als der richtig schön war und dann haben sie das Facelift gebracht, und der Kidneygrill vorne war so groß wie eine Kühlschrankwand. Ich glaube, es war der, wo es angefangen hat. Und danach, fand ich, war das Design einfach nicht mehr so on par. Vor allem, dass jedes Auto irgendwie ein bisschen anders aussieht. Wenn man jetzt sagt, okay, jeder hätte jetzt einen breiten, großen Grill, hätte ich ja okay gefunden. Aber dann hast du Autos wie ein iX oder ein 4M4, wo das dann plötzlich so ein hoher, schmaler Grill ist. Passt überhaupt nicht zu den anderen dazu. Ich glaube, die wollten da einfach ausprobieren, was hängen bleibt. Naja, ich meine, es ist halt wieder eine Geschmacksfrage natürlich, aber der Erfolg gibt BMW ja durchaus recht. Ne? Also sie sind so erfolgreich wie lange nicht. Und auch so ein iX, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich meine, das ist ein reiner Elektro-SUV, wir hatten es ja schon davon, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich den iX so auf mich zukomme, sehe ich, irgendwie ist er schon cool. Also irgendwie hat er schon wieder sowas komplett Eigenständiges, finde ich, im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen. Er polarisiert halt ohne Ende. Es ist schön, ist anders. Wie gesagt, das ist immer im Auge des Betrachters. Ja, weißt du, dieser iX erinnert mich an, früher gab es doch diese Gefrierkühltruhe, das war irgendwie so ein 2 Meter langer Schrank, der aber längs am Boden stand. Ja, die Klappe nach oben aufmachst. Ja. So sieht das Teil für mich aus. Ja. Ein Gefrierschrank. Also ich würde ihn jetzt auch nicht kaufen. Ich finde ihn auch nicht schön per se. Aber wie gesagt, er hat eine hohe Eigenständigkeit meiner Meinung nach. Also mir fällt jetzt, viele andere Fahrzeuge sind sich sehr ähnlich untereinander. Und was BMW halt da macht, dieses Extremdesign beim iX oder auch beim M3 mit der Nacktmullenniere, das hat schon eine sehr hohe Eigenständigkeit. Da hast du 100% recht eigentlich. Also ich würde so einen BMW jetzt auf keinen Fall verwechseln mit irgendeinem anderen Fahrzeug. Du erkennst den halt sofort, ne? Also das ist halt... Ja, aber dann ist ja alles, wenn der Wiedererkennungswert da ist, ist ja alles erstmal zumindest optisch alles richtig gemacht. Richtig. Auch wenn, sage ich mal, die Kommentare bei jeglichem Post von modernen Fahrzeugen von BMW sehr zwiegespalten ist, sagen wir mal. Man hat auf der einen Seite die Enthusiasten der alten Fahrzeuge, die sagen, oh mein Gott, sie haben das Design komplett ruiniert und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, oh mein Gott, sieht das geil aus und so richtig aggressiv und so weiter. Ja, das ist auch eine Frage des Geschmacks. Da ist der XM ein sehr schönes, ist er schlecht. Richtig. Aber dem eigenen gefällt es dem Mann da nicht. Da ist auch der XM ein sehr schönes Beispiel. Als ich den das erste Mal auf den Bildern gesehen habe, im Internet, habe ich gedacht, um Himmels Willen, was geht da jetzt bei BMW schief?
Jetzt haben wir hier bei uns in der Region ja doch relativ viele Angestellte, die hier arbeiten, die hier leben und dann natürlich auch Werksfahrzeuge mit nach Hause nehmen. Und jetzt gerade vorhin auf dem Weg hierher habe ich ein XM wieder an der Straße stehen sehen, in Knallrot mit Goldapplikationen. Und jedes Mal, wenn ich dann den XM in Real Life sehe, denke ich mir, boah, der ist irgendwie trotzdem irgendwo hässlich, aber irgendwie adressiert er auch so an das Brachiane, wo er so, irgendwie ist schon auch eine brutal geile Karre. So, Was mir beim BMW XM immer auffällt, ist, er hat wunderschöne Designelemente. Ja, genau. Wenn ich jetzt von hinten vor allem betrachte, der ganze Diffusorbereich mit den Auspuffrohren, die übereinander sind. Ja. Oder auch die Rückleuchten, diese schmalen, die wirklich ums Auto rumgeformt sind. Ich finde, das wäre richtig schön auf einem flacheren Auto. Das ist halt das, was mich bei dem so stört, ist, dass das irgendwie wild zusammengeworfen ist auf einer Karosserieform, wo diese dünnen Elemente absolut nicht drauf passen. Ja. Ja. Ich habe ein Konzept gesehen, so eine Designzeichnung von einem guten Illustrator, der die XM-Elemente auf einem Mittelmotorsportwagen-Basisdesign, ich glaube, Basis war damals eine C8 Corvette, von dem Render, die da drauf gepackt hat. So, was wäre, wenn BMW einen neuen Sportwagen bauen würde mit den Elementen aus dem XM? Und zwar einer der geilsten Fahrzeuge, die ich je gesehen habe. Mhm. Ja, das finde ich halt einfach schade. So, weil man sieht, sie haben sich Gedanken gemacht. Ja, es ist eigentlich schön, aber im Gesamtkonzept passt es nicht zusammen. Ja. Da aber, um wieder positiv zu denken, machen sie es jetzt wieder besser. Jetzt haben sie ja vor kurzem diese neuen Versionen vorgestellt, die neue Klasse Vision und die neue Klasse Vision X. Die ist sehr cool, finde ich, ja. Also die gefallen mir richtig gut. Die kenne ich noch nicht. Also die neue Klasse, ja, aber den... Ja, die neue Klasse, die normale, haben sie ja vor einer Weile vorgestellt. Da gibt es jetzt eine geupdatete Version mit einem Carbon-Front-Splitter. Und jetzt gibt es noch die X-Version, so auf die Crossover. Also, cool. Finde ich nicht so hässlich. Gut, Interior kann man jetzt drüber streiten, aber so von der Linienführung auch von vorne. Sehr, sehr nach vorne gewandt von der Gestaltung. Also sehr, sehr futuristisch. Ja. Aber trotzdem angenehm. Also. Er hat wieder diese kleinen Nieren in der Mitte, die ein bisschen hoch sind. Ja, aber da ist dann wieder die Sache des Konzepts. Und wenn es dann kommt, was kommt tatsächlich das warum? Gell? Die Bilder, die du hier siehst, sind tatsächlich zu 95%, so wie sie auf der Straße steht dann. Also das ist gerade bei dem Vision D, der ja zuerst gezeigt wurde, er hier, der kleine gerade, so wird es BMW auch machen. Das haben sie schon gesagt. Also der ist im Prinzip fertig. Dieses Designelement, die Niere auf die gesamte Breite des Fahrzeuges breit zu machen, aber nicht sehr hoch, finde ich, ist ein sehr schönes Design. Weil das Problem, was ich fand, wir hatten es vorhin, vor der Pause, das mit den Audis, mit dem großen Einlass. Der Grund, warum das nach einer Weile einfach sich etabliert hat, ist, weil Audi davor nicht wirklich diese Designsprache hatte, die BMW so die ikonische Geschichte gehabt hat. Die hatten einfach irgendwas und dann haben sie es groß gemacht und es sah gut aus. Bei BMW war aber dieser Kidney-Grill nie der einzige Grill. Also so kommt er auch auf die Straße. Ja. Es ist schon im Prinzip fertig. Ja, und sozusagen diesen Kidney-Grill breit und groß zu machen über die ganze Fläche, das sah wieder seltsam aus, weil sie dadurch die anderen Einlässe entweder ganz klein gemacht haben, wie bei dem i4, glaube ich, war es, oder der Vierer mit diesem seltsamen Grinsemund da um den restlichen Grill. Ich hasse dieses Design. Und jetzt haben sie es in die andere Richtung. Jetzt haben sie es breit gemacht und schmal. Also sozusagen auch den Kidney-Grill wieder zum größten Grill gemacht, aber diesmal haben sie einfach das mit dem Licht mit integriert. Und ich finde das echt schön. Ich freue mich da wirklich auf die tatsächlichen Modelle, die dann rauskommen von dem. Ja. Und natürlich würde sowas auf einem Sportwagen gut aussehen, aber BMW baut ja keine mehr. Leider nicht, nee. Ja gut, da bricht sozusagen der Markt ja auch zusammen. Audi baut den R8 ja auch nicht mehr. Ab diesem Jahr. Ja gut, aber den R8 fand ich auch nie wirklich besonders... toll, ich weiß auch nicht, irgendwie jedes Mal, wenn ich den R8 sehe, gestern hat mich einer überholt auf der A9, der klingt geil, also der Sound war göttlich, aber der Wagen ist irgendwie... Es ist die brave Version von einem Lamborghini, das ist einfach so. Wie langweilig das Auto, ich weiß auch nicht. Ich finde den Lamborghini jetzt auch nicht hübsch. Ja, was? Ist auch Star Wars Design für mich. Ja. Also. Sakrileg. Also da bin ich eher bei Ferrari. Und ich verstehe. Ja, in die neuen Ferrari fallen mir vom Design jetzt auch nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwo in den
80er, 90ern hängen geblieben. Ja. aber alter Vater, nee. Die neuen Lamborghinis, die Ferraris, die sehen alle aus wie ein Stealth-Bomber. Ja, das ist ja aber auch genau die Designsprache. Ja? So also das Ansprechen für Influencer, die dann die Dinger kaufen, genauso wie McLaren. Ja. Die Influencer, also, sitzen wieder. Aber sind wir mal ehrlich, von den aktuellen Fahrzeugen, die aktuell jetzt verkauft werden, zwischen BMW, Mercedes und Audi, wer baut die hässlichsten Fahrzeuge? Es gibt nur eine korrekte Antwort, meiner Meinung nach. Was, wer baut die hässlichsten? Zwischen Mercedes, BMW und Audi? Ja. Mercedes. Danke. Korrekt. Das sind nur Eier auf Rädern. Also die Mercedes haben wir noch, gefällt mir persönlich schon lange, lange nicht mehr. Also ich bin irgendwo bei W124 hängen geblieben oder W201 vom Design her. So dieses schöne, eckige, kantige, das waren für mich schöne Autos bei Mercedes. Alles, was danach kam, war irgendwie... Bleh. Also der einzige Mercedes, der mir gefällt, ist der AMG GT. Ja, der hat noch ein bisschen was. Da ist das Heck aber auch zu rund. Irgendwie. Ja, mega geil. Diese lange Schnauze, ja. Die gefühlt länger ist als ein Fußballfeld. Ja. Und dann kommt diese kleine Fahrerzelle und hinten kein Heck. Wie zum Beispiel der alte Jaguar. Mhm. Warte, welcher? Der E-Type. Ja. Ah ja. Ja, alter Vater. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Obwohl ich da persönlich von der Karosserieform den SLS, den etwas älteren, den 211er mit den Flügeltüren, den finde ich da richtig schön, weil da ist die Motorhaube noch länger. Ja. 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 Nee, aber einfach so, Mercedes hat komplett seine Identität verloren im Design. Audi, finde ich, da sieht jedes Auto gleich aus. Ja, ja. Du kannst nichts unterscheiden. Langweilig. Und bei BMW... Weißt du noch, wo du hängst? Ja, die Autos sind, also du hast ihn vorher angesprochen, den M3 Touring. Und ja, die Front mit dem Grill ist ein bisschen seltsam. Der Rest des Autos, vor allem von hinten, ist einer der geilsten Kombis ever. Also vom Design her auch. Das sieht aggressiv aus, das sieht stimmig aus. Und du erkennst 100%, das ist ein BMW. Ja, also da gefällt mir der E46 Kombi besser. Da sage ich, der E46 ist in mir ein tad bit zu langweilig. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich dann doch etwas jünger bin. Ich mag einfach mehr Kanten und mehr Aggressivität noch in meinem Design. Mate, du musst ein bisschen mehr an deiner inneren Ruhe arbeiten. Zu aggressiv, mehr aggressiv, mehr. Ja, aber ist das nicht auch unter anderem das, warum wir BMW so mögen? Weil die dann doch noch diesen Tick mehr sportlicher, mehr aggressiv sind wie die Audis und Mercedes? Also so ganz unschuldig seid ihr da jetzt auch? Ja, sportlich ist, muss aber nicht unbedingt was mit mehr Aggressivität. Gut, Sportlichkeit. Also Aggressivität, da denke ich dann gleich wieder an Kevin Estel. bei mir in 24-Stunden-Rennen. Ach, die Straße ist mir zu klein, da überhole ich über die Wiese. Aber da du gerade Motorsport ansprichst, BMW ist da ja auch momentan so Vollgas überall mit dabei. Ja, mega geil mit ihrem M4. Der M4 GT3. Ja, GT3 ist ja sowieso der große Motorsport-Weltsport. Ja, jede zweite Serie ist eine GT3-Serie und der BMW ist immer vorne mit dabei eigentlich. Dann hast du den GT4, den M4, der ist ja auch noch mit dabei, auch mit der hohen Niere. Und dann hast du ja jetzt auch neu, seit letztem Jahr, den M-Hybrid V8. Also diesen Prototypen, der jetzt auch sowohl in Amerika als auch in der WEC fährt. Also du siehst die auch überall. Oh, ich habe ja heute die ersten Bilder gesehen auf dem Nürburgring. Da sind sie rausgefahren. Unter anderem war da auch der neue Aston Martin dabei. Mhm. Alter Vater, also der Sound... Also da geht mir ja richtig einer dabei ab. Ganz interessant, als ich bei BMW mein Pflichtpraktikum gehabt habe, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich. Wir haben dann so geschwärmt auch bei uns und innerhalb der Gruppe. Und es gibt ein paar Firmen, die erwähnst du lieber nicht, dass du magst. Aber wenn ich gesagt habe, Aston Martin mag ich, hat jeder zugestimmt und jeder gesagt so, ja, die sind voll geil und so weiter. Ich glaube unter anderem, weil sie absolut nicht Gegner von BMW waren im Markt. Aber jeder hat gesagt, Aston Martin mögen sie bei BMW. Das ist ganz witzig. Ja, oder auch, also wenn wir gerade bei GT3 sind, danach können wir gerne wieder zu BMW kommen. Der Bentley Continental GT3. Boah, den gibt es leider nicht mehr. Der fährt leider. Alter Vater. Also das war für mich ein Meisterstück. Für mich eine der besten GT3-Fahrzeuge und lustigerweise sind wir dann wieder bei BMW, ist der Z4.
ich liebe den Z4 GT3. Mid-Time V8, das ist ja... Einer der besten Sounds ever im GT3 Motorsport. Und das Ding war vom Sound her so individuell wieder, weil du hast die tiefen, grummeligen V8, dann hast du die B-Turbos danach gehabt. Allein vom Design her, also mega geil. So schade, dass es damals nie eine M-Version für die Straße gegeben hat, weil das Fahrwerk irgendwie ein Manko hatte damals. Der sieht schon geil aus. Ich bin ja beim GT-Sport bin ich nicht so ganz auf dem Laufenden. Der sieht geil aus, ja. Mhm. Ja, ich habe das letzte Mal in der Klassik, wo wir unterwegs waren, habe ich einen M8 GTE gesehen, ja. Den sie eingestampft haben. Das größte Fahrzeug aller Zeiten, das Ding ist riesig. Der hatte einen Diffusor, der ging um die Kurve hinten. Also, du hast normalerweise Diffusor ja gerade nach hinten raus, bei dem, der hatte das auch. Aber hinterm Hinterrad ging da wirklich der Diffusor noch zur Ecke weiter raus, damit sie mehr Fläche haben für einen Abtrieb. Okay. Ja, das hat mich total verwirrt, als ich das gesehen habe. Ja. Nee. Aber dass der BMW sich halt wirklich so engagiert, die sind immer noch da so ein bisschen oldschool mit dem Race on Sunday, Sell on Monday. Das, was früher ja DTM so brutal war, ja, mit dem E30 damals. Das machen die halt immer noch so. Und es funktioniert, also bei den sportlichen Modellen. Ja, aber DTM finde ich, also im Bereich Motorsport DTM mittlerweile völlig langweilig. Ja gut, das ist ein GT3-Sport wie jeder andere auch. Ja, ich möchte noch was anderes ansprechen bei aktuellen BMWs, was ein bisschen mich stört. Und wenn ich sage ein bisschen, dann sage ich hasse es abgrundtief. Und das ist das neue System mit dem Abonnieren von irgendwelchen Zusatzelementen, so à la Tesla, dass du für die Sitzheizungen ein Abo buchen musst. What the f***? Was zur Hölle soll denn das? Wenn du ein Auto kaufst, dann möchtest du doch bitte alles haben für dich selber. Ich raff das Konzept nicht. Ja, also davon habe ich ja vorhin erst erfahren, dass es für die Sitzheizung ein Abo mit der Modelle gibt. Also was? Ja, vor allem, sie bauen es dir ein. Ja? Das machen sie im Grunde, damit sie sozusagen nur ein Fabrikteil haben, also einen universellen Sitz, ja, damit sie sozusagen da Konstruktionskosten sparen können. Ja, aber nur weil du es theoretisch drin hast, heißt es nicht, dass du es hast. Das ist ungefähr die Aussage. Ja. Ja, aber keine Ahnung, dann sollen sie es machen wie früher bei Alpina. Da haben sie, du konntest ja am Anfang auch sagen, du hättest gern das und das extra noch dazu. Und dann irgendwann sind sie dazu übergegangen, alles wieder einzubauen, aber dann halt den Fahrzeugpreis ein bisschen angehoben. Aber dann hast du halt Vollausstattung. Ja, du hast theoretisch in jedem aktuellen BMW Vollausstattung. Und Sitzheizung, da jetzt ein Abo-Modell einzuführen, boah, kann ich das denn dann monatlich kündigen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich das nicht durchsetzen würde und dass das ein Versuchsballon gewesen ist, weil irgendwo ist, glaube ich, die Akzeptanz bei der Kundschaft nicht gegeben. Ja, oder auch das andere Thema, das du vorhin in der Pause angesprochen hast. Du hast einen riesen Bildschirm und hast ein Design. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wenn ich mir ein Auto kaufe für 60.000 Euro, dass mir dieses Design entspricht. Also vielleicht, wenn schon alles digital und alles elektronisch. Nö, da hat ja jemand bei Volkswagen seinen Job verloren im Vorstand, wie hieß er gleich noch, der letzte VW-Vorstand, der sich ja tierisch darüber echauffiert hat, nachdem Apple eine Keynote abgehalten hat fürs neue CarPlay. Und da ging es unter anderem darum, dass Apple in dem CarPlay auch kolportiert hat, naja, für zukünftige Entwicklung wäre es dann auch möglich, dass der Kunde sich seine Anzeigen individuell zusammenstellt. Öldruck, Geschwindigkeit, bla bla bla. Also sehr innovativ eigentlich. Also du kannst ja quasi dein Homescreen selbst gestalten. Und dann hat der Vorstand von VW eben danach gesagt, naja, also Apple und Microsoft soll sich mal gefälligst aus der Entwicklung von Software für Autos raushalten und das bei uns machen lassen, woraufhin alle gelacht haben und gesagt haben, ja, dann mach das doch auch mal gescheit. Weil das, was Volkswagen und auch andere Autofirmen da teilweise auf die Beine stellen, ist ja hanebüchend und oldschool und auch schlecht designt ohne Ende. Also vielleicht wäre es halt wirklich mal an der Zeit, Firmen wie Microsoft oder Apple oder auch anderen Softwareunternehmen da mal mehr Möglichkeiten zu geben, das zu gestalten als Softwarefirma, weil Autofirmen nur mal Autos bauen und keine Software entwickeln. Ne? So. Ja, ich glaube, da ist auch momentan auch ein Umbruch. Ne? Also ja, hoffentlich, weil ne, jetzt habe ich, wenn ich jetzt an meinen G21 denke, ich habe halt nur dieses eine Design in unterschiedlichen Farben, je nach Fahrmodus. Ja, aber ich habe halt diese Balken. Also ich kann kein Rundinstrument auswählen, was eigentlich total unlogisch ist, weil wie bei einer Apple Watch oder anderen Geräten, ist ja wurscht, ob Android oder Apple, aber du kannst unterschiedliche Skins halt reinladen. Warum kann ich das bei dem Digital-Display im Auto nicht?
Ja, wenn du dir eigentlich die Möglichkeit von digital, Computer, ja. Software, wenn du es schon hast, eben. Also, ja. Ja, das wird sich, glaube ich, zukünftig schon ändern. Einfach, weil irgendwann sind die Innovationen, die in die Autos verbaut werden, selber vorbei. Und jegliche Spielerei, das ist ja bei Tesla so brutal, jegliche Spielerei so als Verkaufsargument wirklich als ernsthaftes, dass das so, keine Ahnung, Gran Turismo-ähnliche Spielereien ja, sind. Ja, aber was heißt ändern? Ich meine, seit wie vielen Jahren kannst du schon von Haus aus an deinem Betriebssystemcomputer, welches Betriebssystem das auch immer ist, mit 3-4 Maustricks das Design komplett ändern? Ja, das ist, weil du gerade Tesla angesprochen hast, da gibt es ja immer diesen, da lache ich mich jedes Mal kaputt drüber. Du kannst ja beim Tesla die Hupe mit einem anderen Sound belegen. Also wenn der Wagen steht, dann, was weiß ich, irgendeinen individuellen Sound halt. Aber wie dieser individuelle Sound auf den Tesla kommt, ist jedes Mal wieder zum Schießen mit einem USB-Stick. Da gibt es einen Tesla-USB-Stick, den steckst du in deinen Rechner, lädst den Sound drauf und steckst den USB-Stick dann in den Tesla. Und ich denke mir so, what the hell, macht das vielleicht über WLAN per Handy auch so, dann brauche ich den USB-Stick? Da, glaube ich, geht es an die einfach Datensicherung so ein bisschen, weil du dann selber noch ein bisschen Kontrolle drüber hast. Obwohl ich... Ja, also wenn du USB-Stick einsteckst, dann, ja, und dann hast du sonst was auf diesem Autocomputer drauf. Ja, anstelle, dass du das übers Internet machst, wo theoretisch dann jeder da reingreifen könnte, um... Ich glaube, da ist es sicherer als über einen USB-Stick. Ja. Weil wenn du über Bluetooth oder über, keine Ahnung, welche Verbindungsart auch immer dein Steuergerät aufbaut, um irgendwelche Software-Updates zu holen, aber damit du dann auf das nächste Steuergerät kommst, dann auf das nächste Steuergerät, auf das nächste Steuergerät, das ist, glaube ich, sicherer als einen USB-Stick reinzustecken, Viren verseucht, der sich gleich überall hin verbreitet. Genau. Auch stimmt. Auch wahr. Und du hast ja mittlerweile, früher hattest du nicht mal ein Multisteuergerät, heute hast du gefühlt 250 Steuergeräte im Auto. Ja, der eine macht den Sitz, der andere macht den Beifahrersitz, der andere macht die Fahrertür, Beifahrertür, Anschlaggurte, die Kofferraumöffner. Keine Ahnung, was ist noch alles? Sound, Multifunktionsanlage. Aber weil du gerade die verschiedenen Funktionen ansprichst, da finde ich, ist aber noch was Positives bei BMW. Weil du gesagt hast, mit Möglichkeiten geben der Individualisierung, da ist BMW deutlich besser wie die anderen Firmen. Also bei unserem 330e zum Beispiel, ist auch deine Generation, aber halt Facelift-Version. Wenn wir das laden wollen, ja, weil es ein Hybrid ist, wir können wirklich da fest einstellen, so auf der App, die dann halt dazu kommt, so wirklich, okay, ich möchte zum Beispiel nur zwischen dieser Uhrzeit und dieser Uhrzeit, dass du das Auto lädst, zum Beispiel. Ja. Oder du kannst, ich meine, ja, dass du so Bonus-Modi einstellen kannst, so M1 und M2 halt mit, dass die Traktion so und so viel ist und so weiter. Das konntest du schon länger, aber du kannst da doch alles individualisieren und vor allem, du kannst alles noch ausschalten. Du hast bei BMW, bei dem Auto halt wirklich noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht den Lane Assist anhaben. Nein, ich möchte nicht, dass der Bremsassistent an ist. Wo andere Hersteller sagen so, nee, die Kontrolle über sowas geben wir denen nicht, weil wie wir es machen, ist ja sicherer. Ja? Das ist so diese Restriktion, die hat BMW nicht. Und das ist halt dann schon wieder gut, sage ich mal, für Oldschool-Fahrer wie meinen Vater zum Beispiel, dass er sich, obwohl er davor so richtig gesagt hat, die modernen Autos mag ich nicht, doch richtig wohl findet mit diesem doch relativ modernen Zeug. Einfach weil er doch die Möglichkeit hat, es anzupassen, wie er will. Ja, ist es da noch modern? Also ja, es ist ein modernes Fahrzeug, aber wenn du diese ganzen Assistenten abschaltest, dass es sich wieder fährt wie ein altes Auto. Du hast aber die Möglichkeiten, diese Funktionen auch mit einem Knopfdruck wieder anzumachen. Ja, also du als Fahrer bist Herrscher übers Auto, nicht wie bei anderen Herstellern, dass das Auto über den Fahrer herrscht. Das ist ja auch das mit der Kontrolle im Straßenverkehr mit den ganzen Zusatz-Elektronik-Helferlein. Ja? Einfach du bist der Fahrer des Autos, du solltest eigentlich Herr übers Auto sein oder Frau übers Auto sein, ja, oder S übers Auto sein. Wir wollen ja hier. Ja, haut Gott. Aber ich weiß nicht, ist das bei den anderen Herstellern nicht auch so? Keine Ahnung, fehlt mir jetzt der Vergleich. Also nicht so brutal eigentlich. Das hat schon früher angefangen mit, dass du bei BMW die Traktionskontrolle noch ganz ausschalten konntest. Ach so, ja, gut. Und bei anderen war sie immer noch teilweise etwas anders. Ja, oder?
ich bin ja Skoda mal in der Firma gefahren, hier auch mit diesen Bremsassistenten. Da konntest du auch alles aus- und anschalten. Ja, aber bis du da durchgeblickt hast, bist du eigentlich schon einmal quer durch Deutschland gefahren. Bist du gewusst, was bitte der ganze Scheiß ist. Das versteckte. Ja. Und das, da ist BMW halt auch gut, weil da, die haben das so designt, dass man alles immer schnell findet. Ja, zum Teil wollen sie ja gar nicht, dass du es, ja. Ja, ja, aber sie geben halt noch die Möglichkeit. Also ich glaube, auf die Frage, was ist los mit BMW und was läuft schief bei BMW, die Antwort wäre eigentlich gar nichts. Abgesehen vom Design, das ein bisschen kontrovers ist, sage ich mal, aber trotzdem ja heraussticht, ja, es hat ja auch Positives, es hat ganz viel Gespräch. Ich meine, wir reden hier über BMW, über das Design, ja, also es hat seinen Zweck erfüllt auf Deutsch. Ja, an BMW aktuell, Verarbeitung ist wunderbar, Design ist herausstechend, Geschichte ist, ich meine, wir lieben die Geschichte von BMW, ja. Also ich sehe bei BMW, und in die Zukunft blickend, hat BMW mehr Pläne und mehr breit gefächerte Pläne wie andere Hersteller. Also ich sehe bei BMW eine sehr rosige Zukunft. Die haben letztes Jahr über 2,5 Millionen Autos verkauft und mit der Tendenz nach oben. Also sie werden schon irgendwas richtig machen. Definitiv. Ja? Im Gegensatz zu Mercedes, die wahrscheinlich in 5 Jahren oder so komplett pleite sein werden. Ja, leider ja. Ja, ja. Schauen wir mal, bleibt spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja, es klingt doch nach einem guten Zeitpunkt, um diese Episode von den Zündkerzen zu beenden. Habt ihr jetzt vielleicht noch ein Schlusswort oder irgendwas noch? Ja, darauf hättest du auch vorher sagen, dass man sich auch noch ein Schlusswort überlegen soll. Ja, also. Also, was hatten wir, Freunde, zum Abschied sagen? Scheiße. Scheiße. Kauft BMWs. Und, genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Themen habt, die ihr möchtet, dass wir besprechen, ich vielleicht mit anderen noch Personen, die hier mit am Tisch sitzen oder vielleicht mit diesen wunderbaren Personen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich lese immer alles gerne. Und ja, ihr habt es schon gesagt, zum Abschied sage ich leise Scheiße und bis zum nächsten Mal. Bis später, Peter. Bis später, Peter. Servus.